Servus Leute, heute habe ich einen Kommentar-Raid für euch, der ist schon circa ja, eine Woche alt, also vor dem Netcode-Patch, aber da war ich auf Streets unterwegs mit der Vector und habe ein bisschen kommentiert, alle meine Entscheidungsfindungen versucht, ja, verbal rüberzubringen, warum ich was mache, damit ihr es nachverfolgen könnt, wie ihr es kennt von dem Kommentar-Raid. Und ja, hat man eine schöne Szene im Autohandel und ja, ging zur Sache und ich hoffe, ihr könntet was mitnehmen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Das ist genauso oft, wie du den 6-Schuss-Granatwerfer von Big Pipe siehst. Ist nice, ja. Ist halt geiler Loot, ne? Aber ganz ehrlich, Hand hoch, wer ist schon mal durch den Granatwerfer von Big Pipe gestorben? Außer von Big Pipe selber. Das kommt nicht oft vor, dass du damit mal einen Spieler triffst. Das ist halt der Punkt. Und so wird es halt bei der PKM oder all diesen Waffen bleiben, ne? Man stirbt halt mal davon, aber das war's dann auch. Ist halt ein Highlight, auch wenn man es mal selber spielt. Aber das war's dann auch schon wieder. Und 99,9% der Runden rennst du dann wieder mit einer Assault Rifle rum. Ghillie's Ute wird kommen. Oh, ich bin reich. Das Einzige, was ich von dem Ding brauche, ist das hier. Noch reicher. Let's go. Ejector Case ist wieder hart am Start. Achso, Kommentar Raid. Shit. Ja, wir hatten einen Factory-Spawn, sind so schnell wie möglich zur Factory gerannt, um möglichst schnell eine gute Position zu haben. Und während ich hier loote, lausche ich, ob jemand da ist oder ob jemand kommt, um dann schnell an ein Fenster zu rennen und ihn zu geben. Das Wichtige ist, es ist besser, die Leute vorher abzufangen, als sie erst ranlaufen zu lassen. Das heißt, hier hat man recht gute Rundumsicht, je nachdem, wo die Leute kommen. Von hier ist immer möglich, von da ist möglich oder von wo ich halt gekommen bin. Und wenn man sich darauf einstellt, kann man auch sehr schnell mal den einen oder anderen Kill setzen. Feuergranaten, keine Ahnung. Taktische Granaten wie Flashbangs und Smoke-Granaten. Das ist eher mal wichtig. So. Wir lauschen und looten. Ich habe drüben die Shots gerade waren wahrscheinlich im Autohandel. Immer schon mal ein Bild im Kopf haben, was da hinten los ist, ne? Also Autohandel. Weil da wollen wir jetzt dann gleich hin. Autohandel, wieder eine Granate oder dahinter sogar. Bin mir nicht sicher, wir sind nicht zum Looten da, deswegen einmal Painkiller. Hinten kommt Scav. Okay, wir scheißen auf. Pushen wir jetzt nicht. Sind uns ja nicht wichtig, wir brauchen sie ja nicht. Das ist ein Post Office. Sind wir hinten auf der Straße vielleicht? Ja, auf jeden Fall Scavs. Die spawnen immer nach 3 Minuten auf Factory. Also in der Factory hier auf Streets. Checken, dass jemand da ist. Also, wir haben vor 1-2 Minuten da Shots gehört. Ist eher hier rechts, das heißt, die sind abgelenkt. Wir können auf jeden Fall hier rüber crossen. Oh, links Spieler. 2 Spieler. Wir naden sie und versuchen trotzdem reinzukommen. Okay, hier ist Party. Sind hier. Wir gehen nach oben. Schauen, dass wir von oben Angle bekommen. Damit rechnen sie vielleicht nicht.
Erstmal Rucksack weg, dass wir ein bisschen kleiner sind. Machen keinen Mucks mehr. Doch. Springt hier drüber, glaube ich. Und beide hier. Wir versuchen den Nate. Okay, die Nate kommt nicht. Okay. Oh, doch, kam. Ist wahrscheinlich, dass die gleich das Springen anfangen hier. Nate hat sie eingeschüchtert. Beide hier hinter diesen Containern. Einer hier links, hier. Jetzt sind sie gleich beide hier. Aufpassen, hier waren halt davor noch Shots. Hey, Demon, servus. Ah, ist nicht tot. Ich sag doch, sie springen. Okay, getroffen ist er. Wie alt bin ich? Ich, 26. Die Jungs sind gesandwiched. Hier rechts ist noch was. Im Container wahrscheinlich. Okay, mal schauen, ob wir den kriegen. Der steht wahrscheinlich am Fenster am Container. Doch nicht. Okay. Noch einer. Bin ich sicher, ob der außen ist. Bali, Bali, Alter. Kiwi, danke für den Raid. Willkommen an alle. Du hast doch keinen Tag aufgestreamt. So. Wir sind außen. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch einer ist. Schön, dich zu sehen. Wie geht's? Okay. Wir müssen hier erstmal kurz Ammo machen. Das heißt, wir hocken uns hier unten rein, hören weiter. Und drücken mal wegen Ammo. Auf der rechten Seite im Autohandel war immer noch ein Fight, von dem ich noch nichts mitbekommen habe. Natürlich nicht. Bald wieder, keine Sorge. Von dem ich nichts mitbekommen habe. Heißt, die könnten da noch sein. Oder die fighten gerade mit denen da hinten, keine Ahnung. Aber ich höre nichts mehr. Mich wundert's. Ich glaube, hinter den Containern hockt noch einer. Okay, Steps. Vielleicht sehe ich sie von hier. Hier drüben sind Steps. Könnte auch der Sniper-Scav gewesen sein. Steps hier hinten. Das ist ein Scav. Der war normal wie Noxian. Okay, da hinten, der Scav wird erschossen. Zwei Stück. Zwei PMCs kommen. Springen an den Containern rum. Sind schon hier. Drei. Muss einen Pick setzen. Nicht tot. Okay, wir ziehen uns nach oben zurück, schauen, dass wir einen Winkel bekommen. Da rechnen sie nicht mit.
Nach Commander. Weiß nicht, ob der tot ist. Könnte sein, dass ich im Headshot gedrückt habe, aber ich glaube es nicht. Jetzt pushen sie. Sag das, damit rechnen sie nicht. Besser als Landmark Shogun. Ich überlebe solche Fights. Privet. Lass ich erst, vielen Dank für den Follow bekommen. Möglicherweise muss noch einer. Ja, zwei. Okay. Machen einen Move. Bloß zur Ablenkung, dann gehen wir hier rüber. Und haben sie auf Rechtspeak hoffentlich. Eins. Nachladen. Wir haben sie, wir haben ihn. Passt. Ja. Die Waffe ist da ein bisschen ungünstig an der Stelle. Die Waffe ist da ein bisschen ungünstig. Also mit einer Mutant wäre da kürzerer Prozess gewesen. So, ich habe immer noch die Vermutung, dass einer lebt. Aber ja, nur dazu, Granate werfen und reinpushen ist halt... Kann man natürlich machen, ist aber eher so dieser Shift-W gegen die Wand-Style. Ist nicht mein Fall. Danke, Kev und Servus. So, beim Ammo machen immer ein bisschen, ne, Ohren auf. Horchen, was los ist. Das Schöne ist, die Vector komplett runter, das Ding. In etwa 20.000 Schuss durchgelassen. Heißt, wir machen jetzt hier auf jeden Fall, das Magazin ist eh leer. Gut. Wichtig an der Stelle war halt die Ablenkungs-Nate, weil dann sobald halt eine Nate irgendwo hochgeht, hören die erstmal nichts. Drei, vier, fünf Sekunden. Und bis sie dann realisieren, was Sache ist, habt ihr gesehen, der erste stand mit dem Rücken zu mir. Der hat überhaupt nichts gerafft. Ist viel schwerer darauf zu achten. Also die Granate ist nicht nur die Explosion, sondern die Explosion klingt ja nach und sowas. Und deshalb, ihr kennt es ja vielleicht. Ihr könnt ja mal im Koop-Modus ausprobieren, wie lange so eine Granate wirklich ablenkt. Das sind auf jeden Fall so 3-4 Sekunden, die das noch nachklingt. So, checken, ob nicht noch irgendeiner im Caps-Lock-Modus ist. Habe ich hier einen erwischt? Hier hinten war noch Fight. Ich habe das Gefühl, hier ist noch was. Wir machen jetzt mal ein bisschen Lärm und horchen, ob hier noch irgendwie sich was dreht. Der da hinten ist mir halt suspekt. Den will ich nicht looten. Map Knowledge ist alles. Map Knowledge ist immer key. So, wir holen unser Backpack. Ja, machen wir jetzt mal.
Hier. Schon mal die Exits checken, dass man dann weiß, wo man hin muss. Collapse Crane. Heißt, wir gehen durch den Supermarkt. So der Plan. Hey, go freeze. Immer möglichst nicht so lange an den Leichen selber hocken. Der Steps rechts. Wir müssen uns beeilen, weil hier ist dann gleich Scav Party. Immer so. Das ist ein gespawnter Scav. Maschinengewehr vom Collapse Crane. Ja, das Einzige, was mir bei dem Flank nicht gefallen hat, ist, dass es, dass ich so viel daneben geschossen habe. Ansonsten, der Flank an sich war, der war ganz brauchbar. All luck. Okay, ich fahr jetzt hier mal ein bisschen schneller. Wir nehmen bloß das Wichtigste. Was ist da Scheiß drauf? Neue Gasmaske. Jetzt können wir mal sehen, ob sie sowas haben. Der da hat, glaube ich, ein bisschen was Besseres. Mal die SA weghauen, weil der SA ist immer der Gummi hier hinten auf dem MOE das wertvollste, deswegen nehmen wir den mit. Die SA an sich ist egal. So, der hat eine SA-58, sehr gut. Helm tauschen wir jetzt nicht, Level 24, Respekt. Alrighty, Abfahrt. Wie viel Ergo hatten die? Null? Wir bewegen uns Richtung Collapse Crane. Das Scav Checkpoint müssen wir durch die Polizei. Und da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Nicht voll gelootet. Polizei ist immer so ein Schlauch. Wenn man reinen Polizeifight hat, ist ganz nice. Aber wenn es so, ne? Jetzt nachträglich dahin gehen, nicht so geil. Immer noch schauen, nicht, dass hier einer hockt. Die Polizei ist das Gebäude hier drüben. Weiß ich nicht, Kev. Ausrufezeichen Vibe, da habe ich ein Video drüber gemacht, ist gerade gepostet. Loot mich halt noch schnell. Da ist meine Meinung und meine Theorie, wann der Vibe ist, wie das mit Arena ist und so, habe ich da mal zum Besten gegeben. Was ist denn hier? Manchester. Gut, muss dran denken, wir haben gerade das Maschinengewehr gehört von der Baustelle. Das heißt, da könnte theoretisch ein Scaffer-Maschinengewehr sein, da könnten theoretisch Scaff-Player sein. Welcher Key ist das? Das ist der Manager, mal sehen, hier. Nee. Da, der hier, Stores Managers Key. Das hat nichts mit dem Turnier zu tun, das Turnier ist auf Private-Servern. Private-Server werden für gewöhnlich nicht gewiped. Turniere hatten noch nie was mit dem Vibe zu tun. Aber diese Theorie, dass es am Turnier hängt, gibt's leider jeden Vibe. Es ist kein Turnier von BSG, es ist einfach nur ein Turnier. Auf Private Servern. Das heißt, die könnten heute vipen und das Turnier am 15. trotzdem spielen. Okay, hier war auf jeden Fall was, aber jetzt scheint es leer zu sein. Gut. Oh ja, war ein netter Fight, oder? Oh, hallo YouTube. Macht Spaß zu ran, ja, das gehört immer dazu, Markus, das ist normal. Macht mal Hallo YouTube im Chat, verewigt euch mal. War ein netter kleiner Kommentar-Raid.
Keine Ahnung, ach, das war der hinten, ne? Macht mal Hallo YouTube. Genau, wundervoll.